Jetzt noch etwa 1000 Meter bis zum Zielpfosten. Monete zeigt den Weg vor Achat, dahinter Anchorage, an der Innenseite dicht auf Oliveiro mit Luella und Ishani, dahinter dann Dorazio, jetzt drittletztes Pferd La Comtesse und so geht es in Richtung des Schlussbogens. Monete mit anderthalb, zwei Längen weiterhin an der Spitze, Anchorage in zweiter Position, nach Hart bleibt dran, hartnäckig im Fahrwasser von Monete, aber die hat weiter dahin die Spitze. Es geht in Richtung des Einlaufs und so langsam in die entscheidende Phase des Rennens. Monete hat das Kommando, dahinter Anchorage in zweiter Position. Achat ist innen dicht auf. Dorazio Luella an der Innenseite versucht den Angriff. Dorazio musste da umbuxiert werden, versucht es jetzt in der fünften Spur an der Außenseite, aber das könnte die schnelle Spur sein. An der Spitze Monete und Dorazio wird immer stärker. Monete ist vorne vor Dorazio. Dorazio jetzt an der Spitze in der mittleren Spur, wollte ich sagen. Und Dorazio auf den letzten 100 Metern geht jetzt auf und da vorne und gewinnt das Rennen. Dorazio gewinnt vor Luella, die sich hier prächtig schlägt. Monete wird Dritte nach der langen Führungsarbeit und dann Picanto vor. Achat ist zum Ende dann doch ein bisschen untergegangen mit Anchorage, La Comtesse, Oliveiro und dann Ishani.